Willkommen zurück zu Enderal, dem Spiel, wo ich gerade bemerkt habe, dass ich mich vielleicht gar nicht hätte so eilig heilen müssen, weil hier in jeder Ecke irgendwelche lustigen Sachen sind, die man sich sowieso heilen könnte. Also diese komischen Pflanzen. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich, so im Nachhinein. Gut. Magischer Schild. Das ist mein absolutes Rätsel, was das Ding hier bringen soll, ne? Das ist dieser magische Schildzauber. Oh, den habe ich gar nicht fertig gesucht. Die sollten wir gar nicht recht in gut genug durchsuchen. Guck mal, hier ist nämlich noch so eine Wurzel. Hier wäre in jeder Ecke wäre so ein Ding gewesen. Ich finde das gerade sehr dämlich, dass ich meinen Schlosserklacken noch nicht auf Level 25 gebracht habe. Na gut. Die werden wir wahrscheinlich nie wiederkommen, aber naja, so viel verpasst haben wir wahrscheinlich eh nicht. Trotzdem ärgerlich. Weil auf einmal ist es hier vor allen Dingen auch verflucht düster. Habe ich nicht irgendwie noch ein. Also ich will Level 25 auch nicht diesen Flammenzauber. Naja. Ich habe mein Möglichstes getan. Oh. Jetzt habe ich ja Seven kommen lassen, war gar nicht so gut, oder? Na sowas. Das nenne ich mal einen glücklichen Zufall. Hattet ihr Erfolg? Was ist mit den Steinen? Einige habe ich retten können, so gut wie alle. Gut. Ich schätze, das wird uns genügen müssen. Muss? Was ist mit Seth? Habt ihr ihn gefunden? Nee, habe ich. Verdammt! Wie konntet ihr ihn entwischen lassen? Jetzt ist er über alle Berge und erzählt seinem Auftraggeber, was weiß ich über unsere Operation. Entschuldigung, das war daneben. Es ist nur... Naja. Wie heißt ihr überhaupt? In dem Chaos hatten wir ja gar keine Zeit für Formalitäten. Burn von Burn, sehr erfreut. Erfreut seid ihr? Na, das ist ja schön. Ich habe nämlich im Nachhinein das Gefühl, nicht gerade umgänglich gewesen zu sein. Ach so? Entschuldigung dafür. Manchmal habe ich eine etwas zu kurze Lunte. Aber gut. Kommen wir zum eigentlichen Grund eures Hierseins. Erzählt mir doch erst einmal, wie ihr den alten Zeterer dazu bekommen habt, euch zu vertrauen. Das kommt nämlich nicht oft vor. Tja, das ist eine lange Geschichte. Ich schreibe einfach so eine... Ja, hier, go. Ich habe Zeit. Ach, jetzt doch? Wir könnten ja auch den Typen verfolgen. So weit kann er nur auch nicht sein. Der stand gerade noch im Feuer. Der müsste eigentlich da irgendwo draußen an der frischen Luft liegen und erstmal rumjapsen. Also wer so im Feuer stand... Und in dieser kurzen Zeit habt ihr derart zu kämpfen gelernt? Das ist... faszinierend. Gelinde gesagt. Ich bin voll fähig. Diese Vision. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr den Tod dieser beiden Apothekarii vorhergesehen habt? Tja, das klingt alles verrückt. Das tut es in der Tat. Aber schön, wer bin ich, um mich zu beschweren? Ihr taucht ja aus dem Nichts auf und rettet mir nichts, dir nichts, unsere Forschungen. Ihr seid wirklich eine... Scheiße. Was denn jetzt schon wieder? Nicht ihr. Ich meinte, ich hatte da nur gerade einen seltsamen Gedanken. Ja? Aber nein, das wäre verrückt. Viel zu unwahrscheinlich. Was denn nun schon wieder? Unwahrscheinlich sind viele in den letzten Wochen passiert. Was meint ihr genau? Ich würde gern offen mit euch reden, aber unsere Vereinbarung mit dem Götterorden verbietet es mir. Na toll. Aber ich werde Konstantin und dem alten Arantial von meiner Theorie erzählen. Ihr müsst euch vermutlich noch gedulden. Bis Letztere es für richtig hält, euch einzuweihen. Aber wenn meine Vermutung stimmt, dann... dann hätten wir endlich die Möglichkeit, diesem Zyklus gehörig in den Arsch zu treten. Nun gut, jetzt haltet mal kurz einen Moment still. Bereit? Alles klar. Keine Sorge, das kitzelt nur einen Augenblick. Scheiße! Schon wieder, sie ist nur am Fluchen! Geht es euch gut? Das war nicht so geplant. War es nicht. Warnung wäre nicht schlecht. Es war keine Absicht, wie gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie das eben passiert ist. Normalerweise spürt man bei dem Ritual allerhöchstens ein schwaches Kitzeln. Aber bei euch? Das könnte mit eurer seltsamen Aura zu tun haben. Ja, ziemlich wahrscheinlich sogar. Na toll. Und
jetzt kann ich hier nicht den Arkanistenfieber heilen, oder? Puh, schwer zu beschreiben. Irgendwie vielschichtig und kalt. Aber vermutlich bin ich einfach aus der Übung gekommen. Es hat funktioniert, darauf kommt's an. Euer Fieber sollte sich jetzt auf ein halbwegs erträgliches Ausmaß mindern und auch dort bleiben. Zumindest, wenn ihr auf euch Acht gebt. Die Nähe von Kristallen meiden. Es mit Lichtmagie und magischen Tränken nicht übertreiben. Ihr kennt die Palette. Ach, gleichzeitig könnt ihr aber jetzt auch eure Fähigkeiten ausbauen, ohne Gefahr zu laufen, ein paar Tage als Orbaia aufzuwachen. Ich schlag vor, ihr geht jetzt erst einmal zurück zu Konstantin. Braucht ihr sonst noch was? Ansonsten bis bald. Wir werden uns wiedersehen. Ich hab da so ein Gefühl. Ja, das ist genau. Jetzt sag mal die Steinfragmente, wo waren die gut? Sagen wir es so. Sie sollen uns schützen. Aber das wird euch der alte Arantial später vermutlich ausführlicher erzählen. Ja, tschüss. Schönen Tag noch. Bis bald. Bis bald. Oh. Ich habe nicht gerade viele Lebenspunkte. So steht. Was habe ich jetzt Schönes? Konstantin von der Geschichte berichten. Ja. Habe ich denn jetzt hier so mega schwer angeschlagen? Das ist nervig so. Das habe ich ja immer noch hier. 19 Arkanistenfieber. Erleid hier Mali. Ja, schön. Das ist ja immer noch bei 19. Was soll denn das? Das finde ich nicht okay. Habe ich überhaupt noch einen von den lustigen? Naja, natürlich nicht. Ich habe echt keinen einzigen Entropietrank mehr. Ah, ne, Ambrosia war das ja. Ich trinke mal einen. Ja, habe ich hier noch was Billiges zu essen, was ich vielleicht nicht unbedingt gleich das gute Essen wegkaufen muss? Fleisch habe ich hier noch. Halte ich für 6 Punkte für 6 Sekunden außerhalb des Kampfs. Das ist ein bisschen wenig. Gegrillter Lauch. Oh, 6 Punkte pro Sekunde sind wie ganz schön viel. Hä, so viele Punkte habe ich doch wohl. Ich habe doch eigentlich 118. Das ist. So schnell heilt der Lauch mich? Krass. So. Was hat das jetzt gebracht, dieses lustige Ritual? Hm? Ihr solltet zu Konstantin zurück. Wir sehen uns dann in Ark. Aha. Achso, hier geht's richtig Herz dran. Aha. Das ist. Jetzt möchte ich irgendjemand da zu Wort melden, was das Ritual jetzt hier neu gemacht haben soll, oder generell überhaupt, wofür der Spaß jetzt gut war? Das ist toll. Gut. Wir haben also ein Ritual abgehalten. Und eigentlich ist alles noch genauso wie vorher. Na toll. Na gut, nächste Station ist der Nebelheim, weil das interessiert mich persönlich, was da jetzt passiert. Die Hauptquest war auch ganz nett, aber. Wenn man nicht Sidequesten, habe ich das Gefühl, dass wir relativ bald sehr schwach sind. Hat mich ja gerade schon genervt, dass ich die eine Tür nicht aufgekriegt habe, was direkt damit korrespondiert, dass wir nicht genug Geld haben, um Fähigkeitsbücher zu kaufen. Wie lange spielst du schon, Enderal? Warte, wir müssten jetzt theoretisch, wenn ich mitzähle, wir sind jetzt bei Folge 24. 24, ja, 20 Minuten. Also teilen wir durch 3, sind wir bei, weil ich nicht 24 durch 3 teilen kann, weil ich zu dumm bin. Teilen wir 18 durch 3, kommen wir auf 6. Dann teilen wir 6 durch 3, kommen wir auf 2. Kommen wir auf 8, kommen wir auf 8 Stunden. So rechne ich tatsächlich im Kopf. Nur schneller. Normalerweise eigentlich. Das ist irgendwie schön, dass ich in diesen Turm hier reingefahren habe. Ach, was ist denn hier? Blitzheilung. Ach ja, das hätte ich auch für teuer Geld kaufen können. Hallo, Herr Fatnick. Oder Fatnack. Da ich leider noch keinen Federsprung kann oder was anderes in der Art, werde ich hier wohl dann schön wieder runterfahren. Ich bin noch nicht weit gekommen. Zumindest was die Hauptquest angeht, nicht. Ich habe bis jetzt. Überlegen. Ja, ich war in der Hauptstadt. Bin von der Hauptstadt wieder losgefahren, um meine Hauptquest 3 Meter weiter zu spielen. Jetzt muss ich wieder zurück zur Hauptstadt. Was ich jetzt aber nicht gleich machen werde, weil ich, warte mal, nehmen. Ich kann mal aus der Richtung hier, ne? Also, aus der Richtung kam ich, wo ich gerade nie geguckt habe. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Ist das hier ernst? Soll ich jetzt echt zurücklaufen? Also, ich könnte mich jetzt instant nach Ark zurück teleportieren mit markieren, aber ich möchte das eigentlich nicht. Das ist ja jetzt dämlich. Muss ich echt den kompletten Weg jetzt wieder zurücklaufen? Boah. Nervig. Das ist richtig toll nervig, möchte ich fast sagen. Das artet ja an Arbeit aus. Boah. Alter. Die Ausdauerregeneration hat auch schon mal besser. Sieht, nee. Die Ausdauerregeneration geht nicht mal schneller, wenn ich stehe. Wie viel Inventarplatz habe ich denn überhaupt noch? 312 und 391, das ist. Ach, siehst du, ich hätte mich auch einfach an so einer dummen Heilwurzel heilen können. Ach, ich bin ja so ein Horst. Den Typen habe kommen lassen, war vielleicht nicht die beste Idee. Das konnte ja keiner ahnen.
immer macht das Spiel nicht so eine so ein Foreshadowing mit irgendwelchen Dingen, wo oben rechts in der Ecke angezeigt wird. Deine Handlung wird Konsequenzen haben. Denn daran nochmal erinnert. Obwohl, das ist eigentlich. Leiche? Menschenfleisch. Menschenfleisch. Obwohl solche Spiele eigentlich noch schlimmer sind. Wenn du dann irgendwie spielst stundenlang, denkst du ja, kannst machen, was du willst, ist ja ein Spiel. Und dann am Ende kommt das Ende, wo dann wirklich jede einzelne der Taten nochmal aufgezählt wird, wo du den Leuten Unrecht getan hast, wo du das gemacht hast, wo du jenes gemacht wirst. Und dann, naja, weil du da nicht geholfen hast, sind die Leute jetzt tot. Die warten noch heute auf heute dich, wenn du die Quest nie beendet hast, auch tot. So, tap, 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 tap. Ha. Ausgrabungsnotizen? Die habe ich jetzt zwar nicht mitgenommen. Man sollte doch immer alle Beweise sichern, die man findet. Das wäre ja ziemlich wahnsinnig, das nicht alles mitzunehmen. Ansonsten gibt es ja nicht viel zu holen, oder? Doch mal hier. Totenfunke. Gleißender Funke. Cool. Die ganz guten Magie. Gut, dass ich nochmal Backtracking betrieben habe. Die ganz guten Magiebücher haben wir übersehen auf dem ersten Weg. Die kannte ich alle noch nicht. Das kann ein Totenfunke. Gleißender Funke ist einfach nur der Blitzschlag. Weil da wusste der Unterschied zwischen Gleißender Funke und Dings. Aber ein Blitzschlag ist. Die Musik hier ist ein bisschen wie Millionär. Wollen Sie Änderungen? Pom, pom. Ja. Das ist mystisch. Warte mal. Mystisch, da wir ja gerade sowieso irgendwie hart auf Magie gehen, sollte ich vielleicht doch mal leveln, dass beidhändiges Tragen von Elementarmagie mehr Schaden macht. Ich sollte mich also mit der Lichtmagie zusammen. Also ist es nicht eigentlich ironisch, dass die Lichtmagie, die sich eigentlich das so anhört, als würde sie den Leuten helfen? Doppeltes Wirken, das sollte ich vielleicht doch mal leveln. Dass die Lichtmagie sich wirklich so anhört, als wäre sie halt über die Kraft des Lichts. Arcana Rage, was bringt das Blitzer so mehr Schaden? Der ist Quatsch. Metame Geselle, Feuer und Eis. Experte, Schocknova. Voll kein einziges Blitzer in die entfesselte Macht. Was macht das denn? Bringt die Mana-Kosten in deine Meisterschule. Achso, das waren die einzigen Schulen. Ja, gut. Gut. Ich bin erstmal fertig. Ha. Warum ist es eigentlich so in Feuer, Eis, Schrägstrich, Blitz getrennt? Und nicht in Feuer und Eis und Blitz. Stattdessen ist es halt wirklich Feuer, Eis und Blitz. Natürlich dann gut, dass man am Ende den Zauberspruch kriegt, der Blitzmagie ist. Was die Erinnerung der Sinistra-Schulen durch Entropie und Psionik? Sie verbessern oder beschwungen den Einsatz entropischer Magie, so wie die Manipulation geht. Ach ja, jetzt wollte ich mir sagen, das ist die Lichtmagie, also wo man irgendwie denkt, das ist jetzt irgendwie die reine Magie oder die gute Magie, das ist die Magie, die tatsächlich irgendwie mehr negativ zu sein scheint. Möglicherweise interpretiert ihr möglicherweise Wesen aus anderen Realitäten an eure Seite zu rufen. Die sehen aber feine, furiosche Kristalle zu bauen, Todesmagie. Ach, die Kristalle sind alle von den. Die Seelensteine sind gar nicht von der derzeitigen Zivilisation, die können also gar nicht neu gebaut werden. Und die sind alle nur noch Redikte aus vergangenen Zeiten. Das ist natürlich lore-technisch auch recht interessant. Wenn man so drüber nachdenkt. Allerdings sind wir schon wieder drei Ladebildschirme. Oh, ich bin ein Horst. Ich bin ein verdammter Horst. Vielleicht auch ein Heinz, was weiß ich. Warum sagt denn keiner, dass dieser dumme Turm einfach eine Wendeltreppe hat? Das wollte natürlich erklären, warum dieser Fahrstuhl so geil da lag. Na gut. Na gut. Wollen wir uns mal nicht zu lange drüber ärgern und nehmen wir mal den Greifen. Fliegen damit zurück, fliegen damit zum Nebelheim. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Cis mit dem Schauerspruch hier, ne? Durch eine Schotkriege. Verdammt, jetzt sind die Wölfe wieder im dichten Gras verschwunden. Hä, wo war denn hier der Punkt? Warum habe ich hier eigentlich... Heinz Horst. Lichtmagie? Naja, die heißt hier so. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das Wort. Steht auch so dran. Wo war denn hier der verdammte... Ach, der Mirantum ist jetzt woanders. Hätte ich mir sollen. Tja, das hättest du dir vorher überlegen müssen, mein lieber hungriger Wolf. Ich sollte mir vielleicht doch mal wieder ein Schwert in die rechte Hand legen.
Fahre ich, glaube ich, insgesamt mit besser. Eisenschwert, 4 Schaden. Warum macht das Schwert der Flammen eigentlich von per se von sich aus mehr Schaden? Das ist genau die gleiche Waffe. Nur das hat weniger Ladung. Hat gut, der Eisenschrecker macht sowieso mehr Damage. Also kriegst du haben wir es ja zweihändig. Oder? Steht natürlich nirgendwo dran. Geil. Stab der Ahnung. Achso, der Stab der Ahnung ist einfach nur Magiestab, ne? Stab der Endung wäre wie gesagt besser gewesen. Siehst du, was habe ich eigentlich vorhin hier noch eingesammelt? Ich hatte noch einen anderen Zoll, Totenfunk. Was macht denn das? Ein Projektier zusammen macht die 18 Punkte Entropie-Schaden zufügt, aber die euch gleichzeitig selbst schädigt. Ja, toll. Das, was soll das denn bringen? Warum soll ich denn jemals einen Zauberspruch zaubern, der mich selber Schaden macht? Das erscheint mir nicht unbedingt logisch zu sein. Vor allem, wenn ich genauso gut auf andere Magie zurückgreifen kann, die genau aus, die prinzipiell vom Effekt her genau das gleiche kann, aber mich nicht selber schädigt. Was haben wir hier hinten auf der Bude? Ich wäre nicht nur zum Miradenturm, aber... ein bisschen rumraufen. Wo sind wir hier eigentlich auf der Karte? Das ist ja gar nicht so weit weg. Ich dachte, das wär übel die Strecke zurückgelegt mit unseren Dings hier, aber das ist ja... Grenze des Herzlands? Ach, das ist das hintere Herzland. Bauernküste, Düstertal. Mal, wo will ich jetzt hier sein? Das ist wirklich nach Nebelheim, ne? Wo ist denn das? Dünenhain? Steigklippe? Außenbereich? Da oben ist Nebelheim. Na gut, das Schneefallstaverne, ist es. Ein paar Orte gibt es schon mehr, die sich ein bisschen mehr lohnen als das hier. Ark, Unterstadt. Die Unterstadt zieht quasi als eigener Ort von Ark. Also nicht als Klippenwacht entdeckt. Bisschen was Tolles zu looten. Wie zum Beispiel diese tolle Truhe. Lauch. Oh, die Straßendiebe hier können schon ein bisschen mehr als die anderen. Also weiß ich nicht, aber es fühlt sich zumindest so an, als wären die stärker. Zum Glück kann Magini 4 schlagen. Andernfalls hätte ich ein großes Problem. Nix genug. Diese komische Fluchtmechanik, die sie aus Skyrim kopiert haben, die mag ich ja gar nicht. Das ist. Gegner hauen nicht so lange, bis wir über 5% sind. Dann, ah, nee, verschob mich. Den kannst du nicht mal wirklich verschonen. Weil die rennen nur weg, bis sich wieder ein bisschen geheilt haben und dann greifen sie sich wieder an. Dalhol. Das soll eine Gabe sein. Bericht eines unbekannten Reisenband 1 habe ich nicht schon mal vorgelesen. Ja, nehme ich das mal mit. Stahlpfeile. Ich könnte hier draußen schlafen. Das ist da, ach, das ist da hinten, das ist Ark. Ach, das ist da. Ja, wie gesagt, Ark ist quasi ein Steinwurf entfernt, die führt. Aber wir sind nicht weit gereist. Hat sich ja voll gelohnt, der Miradenturm hier von mir, für mich auf jeden Fall. Apropos Miradenturm, wo soll der denn überhaupt sein? Irgendwie täuscht die Karte ganz schön, was Entfernung angeht. Das sieht immer alles irgendwie viel näher dran aus. Ich glaube, ich habe mich auch schon wieder eiskalt verfranst. Das sieht ja ganz schön aus und alles hier. Das Gras ist sicherlich ein Plus und dass hier irgendwelche Wölfe draußen rumstehen und. Oh. Kann ich den Leuten hier nicht erstmal noch einen Geisterwolf raufrufen? So, viel Spaß mit dem Wolf, Freunde. Ich werde mich in der Zwischenzeit hier einfach abhängen. Verflucht. Der eine Wolf hat sich nicht so einfach abhängen lassen. Ja, ich habe auf jeden Fall meinen Miradenturm wieder gefunden. Das ist ja schön. Ich glaube, es wäre besser, wenn die nicht sterben würde. Boah. Wir sind alle Wölfe hinterher rennen. Wie? Das sind keine hungrigen Wölfe, das sind normale Wölfe, ne? Ja, das Miradenvieh kommt. Das hat doch ein paar mehr Animationen, das Vieh, aber irgendwie. Kommt irgendwie gar nicht klar. Könntest du bitte aufhören, hier mal... Okay, jetzt wird's hier aber kritisch. Zeit für einen Heiltrank, würde ich sagen. Verdammt, das ist ja eine Lebensregeneration. 180 Sekunden. Nee, ich brauche einen Genesungstrank wahrscheinlich eher, oder? Wenn die Junge mal das Skelett umhaut wurde. Zum Beispiel dieses riesengroße Greifvieh, was anscheinend gar nichts kann.
Ja. Altens. Das hätte gerade böse schief gehen können. Ein grüner Apfel. Ich verhalte mich in der Apfel. Die Heilung des Apfels ist eher nicht so doll. Kürbis? So, jetzt aber hier. Alter, das Vieh kommt überhaupt nicht klar. Oh Mann. 4 Wölfe und Skelett. Na gut. Wie gesagt, wir reisen auf jeden Fall nach Nibelheim an. Nächste Folge, wenn es wieder heißt, hier, Dingsbruch. Also, nächste Folge sehen wir uns in Nibelheim wieder. Tschüss.